Also mit 14 war ich wirklich schon abhängig, sehr psychisch abhängig nach Gras. Ich sag ganz ehrlich, ich wäre niemals in meinem Leben den Weg gegangen, hätte ich nicht aufgehört zu kiffen. Niemals. Ich hätte mich das niemals getraut. Und das sagt doch alles. Ich hätte viel zu viel Angst, ich hätte mir viel zu viel Kopf gemacht über alles. Anstatt einfach mal zu probieren im Leben, einfach zu machen. Egal was passiert, einfach mal mit dem Kopf durch die Wand. Da draußen ist unser Glück, wenn wir was Neues wagen. Und ab diesem Tag habe ich einfach keine Scheiße mehr gebaut. Alles Gute. Wie alt bist du denn? 2 Jahre. 2 Jahre ist der David. Und sing mal was. Wie war deine Kindheit? Zuerst, ich bin für alles dankbar. Alles, was in unserem Leben immer passiert ist und was in der Vergangenheit ist, hat uns zu der Person gemacht, die wir heute sind. Dadurch konnten wir auch dazulernen. Und ich finde, das sollten wir immer wissen, egal worum es geht. Ich glaube, wir hatten nicht die besten Voraussetzungen. Also meine Eltern haben sich geschieden, wie ich noch ein Baby war. Und was oft heutzutage passiert, was auch vollkommen okay ist, wenn es nicht funktioniert. Aber bei uns war das damals alles sehr im Streit und dadurch haben sich halt extreme Muster in mir geprägt. Weil ein Kind, was ein Kind erlebt, so wird dieser Mensch später. So entwickelt man sich. Deswegen ist es so wichtig, dass man aufpasst, was ein Kind sieht, was ein Kind mitbekommt, was ein Kind erlebt. Weil diese Muster, psychologisch gesehen, die gehen nie wieder weg. Was du als Kind erlebst, wird nie wieder weggehen. Das wird für immer in dir bleiben. Und du kannst das später aufarbeiten, du kannst wissen, woher diese Muster kommen, was die Gründe sind und du kannst lernen, damit umzugehen, aber es wird nie wieder weggehen. Und wenn du später im Leben mal Situationen hast, wo es um etwas Ähnliches geht, kann es sein, dass du einfach, oder es wird so sein, dass du den Schmerz deiner Kindheit da spürst. Das war bei mir sehr der Fall, deswegen weiß ich auch sehr viel darüber. Vielleicht mache ich auch mal ein Video über solche Dinge. Weil es kann wirklich passieren, dass dadurch solche Muster entwickelt werden, wo die Kinder dann später, wenn die erwachsen sind, einfach Probleme damit haben. Ich glaube, man hat sich früher noch viel weniger als heute mit so psychologischen Dingen beschäftigt. Und ich glaube generell, es war noch mehr ein Tabuthema, also Psychologie, was das Interessanteste ist, was einfach so wichtig im Leben ist. Weil das ist, wir sind Tiere, wir Menschen sind Tiere, so ticken wir, so funktioniert unser Gehirn. Deswegen ist es so wichtig, sich mit Psychologie zu beschäftigen. Und auch ich, alles, was ich erzähle im Internet, ist entweder aus meinen eigenen Erfahrungen oder aus Gesprächen mit guten Psychologen. Aber abgesehen davon hatte ich wirklich die schönste Kindheit. Wir hatten nichts Materielles, wir haben auch nichts gebraucht, um happy zu sein. So, meine Mutter hat sich, glaube ich, mit 40 Jahren oder so das erste Mal ein Auto überhaupt gekauft. Die war putzen in ihrem Studium, aber die haben es dann irgendwie geschafft, beide zu studieren. Und sich einfach sowas aufzubauen und ich hatte die schönste Kindheit. Mia! Da! Ich hatte mein Fahrrad, ich war im Wald, Staudämme bauen, man hatte kein iPhone, man hatte kein Social Media. So, ich hätte niemals irgendwie Nike-Schuhe oder so als Kind gehabt. Ich hatte generell Klamotten, immer nur H&M, Dubster hieß diese Eigenmarke, auch in der Schulzeit dann. Ich hatte nur irgendwie 20 Euro Schuhe von Vögele, was dann auch viele immer lustig gefunden haben, aber du musst dir denken, meine Mama hat sich zum Beispiel nie was zum Anziehen gekauft, dass sie uns neue H&M Sachen kaufen kann. Mit 11 oder 12 habe ich mal zum Geburtstag von meinem Vater Nike Fußballschuhe bekommen. Goldene Total 90, die Ronaldinho damals getragen hat, und das war einer der krassesten Tage. Weil das sowas Besonderes war. So, und das finde ich was Schönes einfach, wenn sowas etwas Besonderes bleibt und ist. Was ich das wirklich Wichtige finde, ist, ich habe bedingungslose Liebe bekommen. Also wirklich, seit ich denken kann, und das müssen meine Eltern mir auch nicht sagen, ich weiß einfach, dass die alles für ihre Kinder tun würden. Und dieses Gefühl ist, glaube ich, das Wichtigste, was man als Kind bekommen kann. Ihre Kinder sind das Wichtigste in ihrem Leben so. Dieses Gefühl habe ich und dafür bin ich denen extrem dankbar. Was hat sich geändert, wie du älter geworden bist? Also ich habe sehr früh begonnen, Scheiße zu bauen. Aber nicht nur ein bisschen, sondern wirklich Scheiße zu bauen. Also mit 14 war ich wirklich schon abhängig, sehr psychisch abhängig nach Gras. Und auch nicht nur ein bisschen gekifft, sondern ich bin wirklich, also wir haben nur Bon geraucht. Und ich habe von früh bis Abend, vor der Schule, in der Schule, nach der Schule, danach,
wirklich ab meinem 14. Lebensjahr über Jahre lang nur gekifft. Wenn wir mal nichts zu rauchen hatten, wir konnten nicht pennen, ich konnte nicht schlafen, ich konnte nichts essen. Und das halt als Kind so, also mit 14, 15, 16, man ist ja ein Kind. Oder mit 16 nicht mehr so, aber... Ja, man war einfach wirklich jahrelang nur... Man war nie nüchtern, man war einfach sehr psychisch abhängig. Bereust du das? Also erstens bereue ich nichts im Leben. Alles, was ich gemacht habe, hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Auch all meine Erfahrungen kann ich jetzt nutzen, um irgendwie anderen den Weg vielleicht besser zu zeigen. So. Davon bin ich einfach überzeugt. Und bezüglich Kiffen, schau mal, Gras hat einfach absolut zwei Seiten. Es hat auch eine positive Seite, es kann dich extrem kreativ machen, du kannst sehr gut im Leben reflektieren, es kann künstlerisch dich einfach pushen, es kann wirklich kreatives Doping sein. Du siehst alles ein bisschen von einem gewissen Abstand, ja. Du siehst den Wald oft ja im Alltag, du siehst überall nur Bäume und wenn du dann was geraucht hast, siehst du auch wirklich das große Ganze. Du kannst sehr gut reflektieren, wie gesagt, aber es kann zu 100% auch extrem negative Seiten haben. Es kann dich extrem paranoid machen im Leben, also nicht, dass du jetzt, wenn du geraucht hast, ängstlich bist, das bist du sowieso meistens, aber so, dass du generell im Leben paranoid bist, Angst vor diesem Leben hast, du wirst nicht mehr so viel Risiko im Leben gehen, du wirst nicht mehr mit dem Kopf durch die Wand gehen, aber Risiko ist das, was uns irgendwo glücklich macht. Wir müssen Risiko gehen, wir müssen aus der Komfortzone gehen, wir müssen uns im Leben etwas trauen. Und Gras kann dich da oft sehr zurückhalten und das kann einfach für dein späteres Leben verdammt schädlich sein. Weil es ist so wichtig, dass du im Leben neue Dinge wagst und dass du keine Angst vor der Zukunft hast und dass du dich etwas traust. Und Gras kann das extrem hindern. Es geht einfach darum, wie alt du bist. Und wenn du jetzt ein junger Mensch bist, wenn jetzt jemand noch nicht psychisch ausgereift ist und eine konstante Psyche hat und wirklich erwachsen ist, im Leben steht und jung ist und täglich kifft und mehr stoned ist, also mehr auf Droge ist, als nüchtern ist, dann ist es zu 1000%ig nicht gut, weil du entwickelst dich als Mensch so. Und du entwickelst dich dann, wenn du die ganze Zeit nur stoned bist, entwickelst du dich so. Du entwickelst dich vielleicht mit Ängsten, die können sich auch erst viel später im Leben zeigen. Du kannst später Panikattacken haben, du kannst Ängste haben, du kannst dich nicht viel trauen. Ich kenne Leute, die haben mit mir damals geraucht, die kiffen heute noch. So, und die sind sehr, sehr stehen geblieben, glaube ich, im Leben. Die haben sich dann wenig getraut, die sind immer in ihrer Bubble geblieben. Und ich sage ganz ehrlich, ich wäre niemals in meinem Leben den Weg gegangen, hätte ich nicht aufgehört zu kiffen. Niemals. Ich hätte mich das niemals getraut. Und das sagt doch alles. Wenn man das hört, das muss doch einfach Klick machen. Ich hätte viel zu viel Angst, ich hätte mir viel zu viel Kopf gemacht über alles. Anstatt einfach mal zu probieren im Leben, einfach zu machen. Egal was passiert, einfach mal mit dem Kopf durch die Wand. Da draußen ist unser Glück, wenn wir was Neues wagen. Und ich sage auch nicht, dass Kiffen jetzt nur Scheiße ist. Also ich habe sehr lange und sehr viel gekifft und ich kenne mich da sehr gut aus. Es gibt auch Leute, es kommt doch immer auf die Person an. Es gibt Leute, die kiffen ihr ganzes Leben und die haben gar keine Angst. Die machen, die hustlen, die gehen mit wirklich dem Kopf durch die Wand und sind so aktiv. Aber es sind die wenigsten. Und die meisten Leute, da hat es einfach extrem negative Auswirkungen. Das ist einfach Fakt. Und das zeigt sich erst später. Und vor allem, wenn du jung bist, wenn du einfach noch nicht ausgereift bist, ist es scheiße, täglich zu konsumieren. Mit der Zeit dann halt auch viel zu trinken begonnen und da auch sehr viel Scheiße gebaut. Ich hatte viele Schlägereien in meinem Leben, ich habe mich viel geprügelt. Ich habe Dinge gemacht, die nicht cool sind. Also da werde ich jetzt auch nicht irgendwie jetzt ins Detail gehen, weil darauf bin ich auch nicht stolz so. Und hast du Angst, das alles zu erzählen, dass vielleicht jemand etwas Schlechtes über dich denkt? Gar nicht. Weil im Endeffekt sage ich das auch, um zu zeigen, egal was du im Leben schon für Scheiße gebaut hast, was du in der Vergangenheit gemacht hast, was du verkackt hast, auf welcher schiefen Bahn du warst, du kannst dich komplett verändern und du kannst extrem viel noch schaffen. Du kannst dich als Mensch einfach zu etwas Positivem entwickeln. Und mir ist doch viel wichtiger, dass eine Person das hört und etwas im Leben aus sich macht und auf eine gute Bahn kommt, das ist mir mehr wert, als wenn jetzt 10 Leute sagen, boah, der hat früher so viel Scheiße gebaut, wie war denn der drauf? Interessiert mich doch nicht.
ist doch viel schöner, wenn ich eine Person vielleicht mit meinen Erfahrungen, dass ich die dazu bringen kann, keine Scheiße mehr zu bauen, sondern was aus seinem Leben zu machen. Ich darf doch früher Scheiße bauen, richtig Scheiße bauen, mich dann positiv verändern und das dann anderen mitgeben, damit sie sich auch positiv verändern. Ist doch was Gutes. Was ist daran schlecht? Wer das schlecht findet oder dann wegen der Vergangenheit über Leute urteilt, der hat meiner Meinung nach nichts verstanden. Der hat das Leben nicht verstanden. Weil wir können alle Fehler machen und das ist auch vollkommen okay, wenn wir sie nicht zweimal machen, wenn wir daraus lernen und uns positiv verändern. Ist doch kein Problem, wir sind doch alle, ist doch einfach menschlich. Ich weiß auch nicht, wieso ich das alles gemacht habe oder was das für psychologische Gründe waren, aber ich glaube, dass ich damit einfach irgendwie Dinge kompensieren wollte, die mir so gefehlt haben. Ich glaube, einerseits ist es, dass ich irgendwie Aufmerksamkeit bekomme, weil du musst dir denken, ich war wirklich so ein kleiner, blonder Typ, der dünn war, der kein Selbstbewusstsein hatte. Ich hatte auch schwere Akne, also ich habe in meiner Jugend eine Zeit gehabt, war so entstellt. Und man hat mir, wie gesagt, auch immer so mitgeteilt, dass ich nichts wirklich kann, dass ich nichts wirklich schaffen werde oder auch nichts schaffe, dass ich nicht gut in etwas bin. Und ich glaube, damit wollte ich irgendwie vielleicht auch so zeigen, dass ich irgendwie krass bin. Ich glaube, dass ich eher so dieses mangelnde Selbstbewusstsein damit irgendwie kompensieren wollte, etwas Cooles zu machen. Du kiffst, du prügelst dich, du saufst in den Reihen, du schlägst einfach extrem über Grenzen. Was natürlich Blödsinn ist, aber das ist so. Du denkst jetzt nicht nach als Jugendlicher. Aber ich habe im Endeffekt alles probiert und ich habe alles gemacht. Und ich habe später mit den Sachen, ich habe später schon in meinem Leben an etwas gearbeitet und hatte ein ganz anderes Mindset, wo andere erst damit begonnen haben, sich an rein zu saufen und feiern zu gehen. Der Moment, der alles geändert hat in dem Bezug, war, als ich mit 16 wegen einer nicht schönen Sache mussten wir zur Polizei. Ich bin mit meiner Mutter dahin, wurden eben Fingerabdrücke genommen und ich musste Fotos machen, also wirklich wie im Film, mit so einem Ding davor. Ich stehe da so und mache das, Fotos, Fingerabdrücke, alles und ich schaue so zu meiner Mutter und die steht da so und sie hat einfach voll Tränen in den Augen. Und dann, das hat mir so weh getan, weil ich habe voll realisiert, ich habe sie gerade richtig enttäuscht, ich habe sie richtig traurig gemacht, aber dieser Mensch ist eigentlich alles für mich und das hat dann einfach Klick gemacht. Und ab diesem Tag habe ich einfach keine Scheiße mehr gebaut. Weil ich habe mir gedacht, ich will meine Mutter nie wieder enttäuschen oder traurig machen. An jeden Jungen, und ich hoffe, man glaubt mir das, weil ich das wirklich extrem alles gemacht habe, egal ob Scheiße bauen oder Drogen nehmen, macht das nicht. Es ist viel wichtiger, das nicht zu machen und eher in der Schule nicht einer der Coolen zu sein, sondern im Leben später was zu erreichen, was zu schaffen, ein geiles Mindset zu haben, weil dann beginnt erst das Leben. Das Leben beginnt nach der Schule, wenn du erwachsen wirst. Und wenn du in der Jugend so viel Scheiße baust, wenn du nur durchkiffst, kann dich das so hindern, später im Leben etwas zu erreichen. Und es ist nicht cool. Es ist viel krasser, wenn du später was schaffst. Ich kenne so viele Leute, die waren in der Jugend die immer die krassesten. Die waren die krassesten. Und jetzt sind sie alles andere als Leute, die etwas im Leben schaffen. Alles andere. Aber was ist besser? Das ist doch besser. Und selbst wenn du dafür deinen Freundeskreis ändern musst. Bei mir war das auch so. Ich werde das in den nächsten Videos noch erzählen. Ich habe dann auch meinen ganzen Freundeskreis geändert, weil es geht nicht anders. Dein Umfeld prägt dich so sehr und du kannst dann nicht da sitzen, mit dem Kiffen aufhören und deine Freunde kiffen die ganze Zeit und du hängst mit denen ab. Es geht nicht. Du kannst doch nicht als Alkoholiker jeden Tag dann mit deinen Jungs saufen gehen. Und da steht überall Alkohol und du trinkst nicht, das funktioniert nicht. Weil das ist ja irgendwo eine psychische Abhängigkeit. Und du musst die Trigger entfernen. Bei jeder Sucht musst du immer die Trigger entfernen, die dich dazu bringen würden, jetzt wieder etwas zu konsumieren. Ein Umfeld suchen, das einfach auch was im Leben schaffen will. Wenn du das hast, das kann dich so positiv beeinflussen.
Leute, die über Ziele reden, über Träume reden, über die einfach nach vorne kommen wollen. Und dann ist etwas passiert, was alles geändert hat.